1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus irgendwo ist zweimal Kamehameha jetzt hier drin. Okay. Egal. Raff ich gerade nicht. Da ist Son Gohan, Piccolo und Chi-Chi Elternteil verheiratet. Okay, Bulma und so stehen ja nicht drin, alles klar. Charaktere. Son Gohan. Son Goku und Chi-Chis Sohn. Bei der Kugel auf seinen Hut handelt es sich um den 4-Sterne-Dragon-Ball. Ein Andenken von Son Gokus Adoptivgroßvater und dem Mann, der nach Son Gohan benannt wurde. Alles klar. Ja. Natürlich alles Sachen, die ich schon längst weiß, aber okay. Gibt's hier noch mehr? Ja, Chi-Chi. Die einzige Tochter des Rinderteufels und die Frau von Son Goku. Als die beiden noch Kinder waren, ließen sie Son Goku versprechen, dass er sie heiraten würde. Jahre später nahmen sie am Kampfsport-Weltturnier teil, in der Hoffnung, Son Goku zu sehen und ihn dazu zu bringen, sie endlich zu heiraten. Son Goku konnte sich nicht an sein Versprechen erinnern, hielt sich aber trotzdem dran. Später bekamen die beiden einen Sohn, den sie Son Gohan nannten. Muten Roshi. Zusammenfassung. Ein Kampfkunstmeister, der früher sehr berühmt war als... Ah, das ist ja schon... Das hatten wir ja schon, oder? Ja. Nee. Als Son Goku und Krillin noch Kinder waren, trainierte er sie in der Schildkrötenschule. Er ist zwar unglaublich stark und geschickt, aber nichtsdestotrotz ein ziemlicher Perversling, der oft Frauen nachstellt. Geheimnisse von Muten Roshi 1. Er ist viel älter, als er wirkt und war etwa 332 Jahre alt. Als die Saiyajin ursprünglich auf der Erde erschienen, als er jünger war, wurde er von einem Kampfkünstler namens Mutaito trainiert. Genau wie später auch der Herr der Kraniche. Die zwei Schüler kamen nicht miteinander aus und verachteten sich bis heute noch. Nachdem er die Schildkrötenschule ins Leben gerufen hatte, waren der Rinderteufel und Son Gokus Adoptiv-Opa Son Gohan die ersten Schüler von Muten Roshi. Okay. Erhöhte Muten Roshis Freundschaft auf 60, um mehr freizuschalten. Okay. Schildkröte. Zusammenfassung. Schildkröte war ursprünglich eine normale, unechte Karettschildkröte, lernte aber nach vielen Jahren mit Muten Roshi die Sprache der Menschen. Er dient dem Einsiedler als Hausmeister und transportiert ihn manchmal auch auf seinen Rücken übers Meer. Schildkröte ist höflicher und ernsthafter als Muten Roshi, aber manchmal auch tollpatschig. Wie damals, als er auf der Suche nach Pilzen über ein Jahr lang verschwunden war. Schließlich retteten ihn der Junge Son Goku und Bulma. Okay. Südöstliches Gebirge. Eine Region, die für ihre tiefe Bergtäler bekannt ist. Viele der Siedlungen sind von großen Städten abgeschnitten, weshalb ihre einzigartige Kultur und ihre eigentümliche Namensgebung erhalten blieben. Es gibt noch mehr bei der Welt. Kamehaus. Das Haus von Muten Roshi liegt auf einer kleinen Insel weit draußen im Meer. Radiowellen haben aber dennoch keine Probleme, hier heranzukommen. Deshalb funktionieren Fernseher und Telefone prächtig. Muten Roshi nutzt zum Einkaufen meist ein U-Boot. Geheimnisse von... Was? Echt? Okay. Geheimnisse von Kamehaus 1. Das Haus kann in einer Kapsel aufbewahrt werden, was in der Tat einmal bei Son Goku und Krillins Training nötig wurde. Stimmt, da erinnere ich mich sogar dran. So. Gibt noch was? Okay. Neuzugang in der Schildkrötenschule. Bevor Muten Roshi, Son Goku und die beiden feiern Lunch, das haben wir schon gelesen. Muten Roshi ziemlich... das haben wir schon gehabt, okay. Nochmal was bei der Welt irgendwie, offenbar. Irgendwas übersehen hier. Ah, Geschenk von Muten Roshi. Das haben wir auch schon gelesen, okay. Fahrzeuge. Shinjun. Die fliegende Wolke, die nur von Personen mit reinen Herzen verwendet werden kann. Son Goku erhielt die Wolke von Muten Roshi, weil er Schildkröte rettete. Das Original wurde von einem Schergen des Dämonenkönigs Piccolo zerstört. Doch Son Goku erhielt von Meister Quitte eine weitere. Geheimnisse von Shinjun 1. Erhöhe Meister Quittes Freundschaft. Okay. Gegenstände? Schildkrötenschulen-Uniform.
Zusammenfassung. Muten Roshi redete Lunch ein, dass es sich hierbei um die offizielle Uniform der Schildkrötenschule handelt, damit sie nicht mitbekam, dass es sich einfach nur um Reizwäsche handelt. Trug er, Son Goku und Killeen sie ebenfalls. Ja. So, Videos. Wir haben ein neues Video freigeschaltet. Ah ja. Kampf um die Erde gegen die Saiyajins, Invasion. Folge 1, Teil 1, ja. Musik. Neue Musik, okay. Und Clash of Warriors. Everyday's Misadventures. Okay. Sprich nur mit Krillin. Okay. Möchtest du wirklich mit der Geschichte fortfahren? Ja. Okay, das ist ja okay, das ist interessant tatsächlich. Die haben. Die Geschichte, dass zum Beispiel dass Piccolo schon gegen den gekämpft hat, haben sie rausgelassen. Die machen das echt nur aus der Sicht von Son Goku dann. Das ist ja cool. Son Goku, der stärkste Kämpfer der Welt, führt nun ein glückliches Leben an der Seite seiner Familie mit dem kleinen Kind gesegnet. Momentan ist Son Goku gerade auf dem Weg zum Kamehaus, wo er seinen Sohn Gohan seinen Lehrer Muten Roshi vorstellen möchte. Okay, Abenteuertipps. Wenn du glaubst, einem gegnerischen Angriff nicht ausweichen zu können, schütze dich, um weniger Schaden zu erleiden. Ja. Okay. Ach, jetzt kommt die Szene. Alles klar. なんという脆い民族だ。大きなパワーを持った奴がいる。距離 4880 カカロットか。なんだ今の。 とてつもないパワーを感じる。 Oh, ich muss spielen, okay. Drücke beim Fliegen linker Stick, um einen Boost zu erhalten und dein Tempo zu steigern. Dabei wird Ki verbraucht, weshalb du deinen Ki verbrauch beim Boosten im Auge behalten solltest. Wenn du den Boost beendest, wird deine Ki automatisch wiederhergestellt. Okay, nach Ki suchen. Wenn du im Feld oder im Flug linken Button gedrückt hältst, kannst du das Ki von Tieren, Pflanzen oder anderen lebenden Dingen in der Nähe entdecken. Nutze diese Funktion, um Objekte zu jagende Tiere, Dinosaurier, Schlüsselobjekte, Essen, Trainingsplätze und mehr zu finden. Eine großartige Möglichkeit, um Dinge in großer Entfernung oder spezielle Dinge zu finden. Also nutze sie, wenn es geht. Ah. Okay, durchsuche nach Ki-Gegner finden. Wenn du im Feld unterwegs bist, drücke linken Button, um deine Umgebung nach Ki abzusuchen und festzustellen, wo Gegner sind, wie viele es sind und in welche Richtung sie blicken. Blau, Gegner, die schwächer sind als du. Gelb, Gegner, die so stark sind wie du. Rot, Gegner, die stärker sind als du. Ki-Explosionen.
Mit linken Trigger kannst du zur Ego-Perspektive drücken. In dieser Ansicht X, um eine Key-Explosion abzufeuern oder halte die Taste gedrückt, um eine aufgeladene Key-Explosion abzufeuern. Okay. Triffst du ein Tier mit einer Key-Explosion, betäubst du es, sodass du es leichter fangen kannst. Du kannst auch auf einem Gelände oder andere Hindernisse feuern, um Materialien zu sammeln. Versuche im Feld verschiedene Dinge zu treffen. Okay. Luftwege. In jedem Bereich befinden sich besondere Windtunnel, die man Luftwege nennt. Der Weg durch Luftwege ist eine großartige Möglichkeit, Z-Kugeln zu sammeln. Du kannst einen betreten, indem du entweder den Eingang oder eine beliebige Stelle zum Tunnel berührst. Sobald du drin bist, wirst du automatisch vom Wind transportiert. Du kannst einen Luftweg bei einem geboosteten Flug verlassen oder du kannst ihn beim Boosten nicht betreten. Ah, okay. Phantomfluftwege sind seltene Luftwege, die im Feld erscheinen. Sie enthalten nicht nur mehr Z-Kugeln als normale Luftwege, sondern auch seltene Z-Kugeln und Objekte. Allerdings verschwinden sie, sobald du den Bereich verlässt. Also nutze sie, solange du kannst. Okay. Wow, okay. Wow, ist der schnell. Alles klar. Immer langsam. Wie starte ich jetzt wieder? Ah, okay. Alles klar. Nee, das war's nicht. Das war's, ne? Ja. Wo ist er denn? Also ich sehe hier nichts, aber ich habe eine Kugel gesehen. Oder ist die Kugel das, was er spürt? Nee, ne? Alter, ist das schnell dann so. Kann man ja gar nicht kontrollieren. Ja. Die Medaille, okay. Super Angriffsliste, Piccolo. Ah, damit könnte ich dann jetzt was meine Waffen, meine Attacken auswählen, oder? Ich habe keine Superangriffe, scheinbar. Okay, cool. Wie war das? So? Okay, so. ほう。手強そうなやつがいるな。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。 Moment, was sind diese Meta-Anzeigen da? Ah, da ist ein Level 1 Gegner, okay. Level 1. Ja, ich glaube, ich mache erstmal den Level 1 oder kaputt, oder? Sehr gut. Ersten Gegner besiegt. Da hinten qualmt was. Was ist das, was hier qualmt? Achso, das ist das Feuer, wo ich gerade eben schon war. Okay. Okay. Alter, die Steuerung. Ich komme mit der nicht klar. Jedenfalls noch nicht. Dauert ein bisschen, bis ich damit klarkomme. Alter. Wer hat sich denn diese Steuerung ausgedacht? Puh.
手強そうなやつがいるな。ほっ。ほう。手強そうなやつがいるな。すぐに片付け。Oh, hi. Ich würde sagen, den habe ich schnell platt gemacht. Ey, da fährt ein Auto. Oder? Da fahren mehrere Autos, sehe ich gerade. Ich lande hier mal. Oh. Oder auch nicht. Easy. Aber wo ist denn Raditz? Weil das ist ja der offensichtliche, den ich hier suche. Was passiert, wenn ich jetzt da mal lande einfach? Hallo? Was ich denn abknallen will? Was passiert denn dann? Dann hüpft das Ding. Okay, darf man nicht abschießen. Alles klar. Oh, jetzt bin ich einmal getroffen worden. Was? Folgeenergiestrahl. Hier handelt es sich um einen Superangriff, bei dem du während des Angriffs linke Stick benutzt, um auf deinen Gegner zu zielen und Ki-Explosion abzufeuern. Erfasst du Erfolge einen Gegner, fügst du ihm zusätzlichen Schaden zu. Dieser Angriff gibt es in zwei Versionen. Eine, bei der du mehrere Explosionen abfeuerst, während du den Cursor bewegst, und eine, bei der du ein Ziel anvisierst und eine Explosion abfeuerst. Letztere ist besonders nützlich, wenn dir die Treffergenauigkeit wichtig ist und wenn du dein Ziel klein und schwer zu treffen ist. Okay. Jetzt habe ich überhaupt nicht begriffen, wie ich da ziele, aber okay. Kann ich jetzt ins Wasser? Luftanzeige. Wenn du unter Wasser bist, nimmt deine Luftanzeige ab. Sie wird wieder aufgefüllt, wenn du an die Oberfläche zurückkehrst. Im Wasser befinden sich Gegenstände und kleine Fische. Außerhalb des Wassers sind sie schwer zu entdecken. Aber wenn du irgendwo über dem Wasser einen Schwarm Vögel siehst, tauche dort, um nachzusehen, was es zu finden gibt. Wenn deine Luftanzeige komplett leer ist, musst du an die Oberfläche zurückkehren. Also behalte im Auge, wie viel Luft du noch hast. Okay, alles klar. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was das mir jetzt bringt, die Sachen auf, also vor allem die Kugeln aufzusammeln. Eine Medaille, okay. Eine schicke Urne, okay. War hier oben nicht auch noch. Ich hab doch noch was anderes gesehen hier. Naja. Oh.
Ja, direkt wieder volle Luft, ey. Okay. Fischeier, okay. Hä? Nach oben, hallo? Ho. Tegoa-so-na-yatsu-ga-iru-na. Okay. Oh, hi. Triebelager, okay. Totenkopf-Typ 1. Ich habe irgendwas mit Enzyklopädie freigeschaltet. Irgendwas, keine Ahnung. So, haben wir hier alles? Ah, da ist noch was. Ach, da war noch ein Gegner, lol. Ah, oh fuck, das habe ich jetzt gefailt. Okay. War noch ein Folgeangriff möglich, alles klar. Levelaufstieg, okay. Oh, hi. Oh, die machen wir schnell kaputt mittlerweile. Gar kein Problem mehr. So, dann fliegen wir mal das ab da. Naja gut, ich bin viel zu hoch. Echt dumm. Ich krieg das nicht hin. So, jetzt aber. Okay. Oh, zwei? Was? Okay. Okay. Okay, so wechsle ich den Gegner, alles klar. Okay.
Alter. Noch ein, also wie viele kommen denn jetzt hier? Platt, platt, platt ist platt, nicht wahr? Ach komm. Fälle wurde aktualisiert, warum auch immer. Mach hier Sachen, die irgendwas freischalten, auf jeden Fall. Oh. Alter, wie viele sind denn hier? Das ist ja unfassbar, wie viele Gegner jetzt gerade kommen. Jetzt einfach alles ein. Zakun wa iru yō da na. Noch mehr zum Einsammeln, ja, ne? Oh, keine Energie mehr. Also kein Speed mehr. Ho. Einmal stehen geblieben, habe ich mich eingeholt. Verdammt, ich wollte gerade den Turbo wieder anschmeißen. Egal, machen wir es einfach schnell platt. So. Okay, haben wir das? Oh, das Launch. Okay. Haben wir es gefunden? Ist das eine Nebenquest? Wobei Piccolo ist ja eigentlich noch kein guter Typ, ne? Hm? Was? Was willst du? Ich habe gerade keine gute Laune. Ich biege einmal falsch ab und schon fahre ich in das verdammte Auto und gestohlene Schatz über eine Klippe. Dieses Mal habe ich echt Mist gebaut. Okay. Wir haben einen falschen Charakter, aber da ist das Auto runtergefallen mit einem Schatz und das heißt, ich muss den Schatz wiederholen. Aber da ich ja mit Launch eigentlich nichts zu tun habe. Hallo? Sammelt das noch ein? Wieso sammelt er das nicht? Ah, jetzt.
Energie ist unglaublich. Okay. Schicke Ohrringe, alles klar. Oh, und das ist jetzt so ein Tunnel.